Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyrean mit dem Zwecktube. Hallöchen! Moin! Moin! So! So, zweiter Versuch. Nee, wir haben eben schon aufgenommen und haben aber die ganze Zeit irgendwie doch, wir sind nicht losgekommen. Und, nee, irgendwie, das war eine stehende Session. Das war eine stehende Session. Ja, warte mal, was wollte ich jetzt? Magnesium holen, ne? Genau. Genau. Ja, ich bin zwischenzeitlich gestorben zwischen den Aufnahmen, weil ich wollte Eisen holen aus der Mine, hat auch funktioniert. Bin dann beim Rausfliegen, hat es nicht irgendwie vom Planeten katapultiert und einmal rübergeschossen von dem Eisenlager bis zu diesem Laser-Außenposten und der hat mich dann abgeschossen. Der Laser-Außenposten ist ja wohl eine fiese Sache. Ja, und das Problem ist, mein Rucksack wurde mir nicht angezeigt, also... Genau, das war das nächste Thema. Du hattest gar keine Chance, deine Sachen wieder zu holen, weil wir gar nicht wussten, wo sie waren, ne? Also, alles nicht schön. Ich habe immer das Gefühl, hier... Hier rennen ganz viele... Viecher, Pflanzen... Ich habe nur Schiss, dass sich ein Raptor hier mit reinfällt. Irgendwas knurrt im Hintergrund. Und hier in allen möglichen Richtungen, wie sich irgendwas über den Rasen bewegt, aber ich sehe es nicht. Was? Ja, ich mache gerade mal den Eingang zu der kleinen Mine hier ein bisschen hübsch. Ich höre doch hier irgendwo eine fleischfressende Pflanze, ich bitte mir das doch nicht ein. Oh, ein Raptor kommt hier vorne angelaufen. Ein Raptor? Die waren ekliger, sagst du, ne? Ja, naja, die sind jetzt auch nicht unbedingt der Weltuntergang, aber die haben schon ein bisschen Zunder drauf, die Jungs. Ach verdammt, ich habe gar keine Pistolenmunition. Ja, weil es gerade noch ein bisschen am neu ausrüsten, weil halt eben alles weg ist. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ich habe mir keine Pistolenmunition eingestellt. Ich habe jetzt nur Sniper-Munition. Ja gut, also das jetzt kannst du ja theoretisch auch nutzen. Jetzt nicht so oft, weil das ist, glaube ich, relativ teuer mit Sniper-Munition, aber gehen tut es ja auch. Ja, nee, die sind aber nicht für Raptorenschießen eigentlich gedacht. Ja gut, aber zur Not, ne? Nee. Da ist der Welteigen, ne? Also Sniper-Munition nicht für Raptoren. Ja, du hast doch eben in der Pause versucht, Raptor mit einer Sniper. Das ist doch auch irgendwie fast in die Hose gegangen, ja, ich hab ihn getroffen, aber ja, es ist kein One-Shot geworden. Und dann, bis er natürlich dann auch wieder ein paar Mal nachschießt. Eben. Und ich habe hier vier Stück gehabt. Ah, so. da war das Problem. Wow. Muss der Bohrer? Der schießt ja richtig so mit blauen Lasern, ne? Ja, so. Das ist total geil. Cool. Wir haben beide jetzt auf T2-Bohrer aufgerüstet, damit das hier mal ein bisschen mit Zunder vorangeht. Und es funktioniert auch ganz schön eigentlich, also nichts mehr einsammeln müssen, finde ich sehr angenehm. Ich wollte sagen, sammelt der automatisch ein oder bleibt hier einfach nichts liegen? Nein, der sammelt automatisch, du siehst es unten links immer, neben der Toolbar, wenn er was einsammelt. Ah ja, richtig. Cool, und ach ja, richtig, wo auch die XP angezeigt werden. Genau. Wie schick. Ja, das ist ja geil. Nicht mehr blöd rumlatschen und hier ständig irgendwelche Klumpen einsammeln, das ist schon wirklich sehr geil. Das ist sehr angenehm. Aber das macht ja Spaß richtig damit. Da kommt der faule Zwerg mit zurecht. Ich auch. Ja, okay, ja, cool. Das ist jetzt nicht die spannendste Tätigkeit, das wird, glaube ich, so Farmen nie sein, aber dummerweise brauchen wir halt gerade für alle Bauprojekte, die wir haben, halt alles Mögliche. Ja. Also hauptsächlich im Augenblick Eisen, ne? Was denn, greifst du mich an oder bist du hier nur reingefallen? Okay, hier ist so eine Echse hier reingefallen, so ein... Raptor? Uah, Mama Echse kommt auch noch. Was, Mama Echse? Boah, die sind aber gerade hier so an vorbei. Meine Güte. Ja, die tun ja nichts, aber man weiß ja nicht, ob die nicht doch mal einen schlechten Tag haben, meinst du? Oh, jetzt ist da was reingefallen, was mir was tut. Ja, aber einer, weißt du, die großen Viecher, die ja, wirklich unangenehm sind. Machend. Wo ist meine Sniper? Da.
Also ich könnte mich den ganzen Tag hier hinstellen. Ich finde das total zen-mäßig mit dem Bohrer. Dann sind Raptoren. Oh, wie unangenehm. So, was gibst du mir hier zu looten? Warum nicht den looten? Da. F. Okay, so, weiter geht's. Ach, in der Zwischenzeit kann ich ja eigentlich mal, weil ich hatte dich ja schon vorgewarnt, dass ich hier zwei Gedichte habe. Ja, ja, ja. Die könnte man ja eigentlich ideal, während wir sowieso gerade nichts anderes tun. Die sind beide von derselben Person, das ist die Rike. Die kenne ich schon, die ist schon, gehört schon zu den benadeten Poeten bei uns. Ich dachte schon, du sagst jetzt zum Inventar. Nee. Die gehört schon zum Inventar. Doch, quasi auch, aber das finde ich ja eigentlich nur positiv gemeint. Das kann man ja eigentlich negativ verstehen. Nee, es war einmal zu Folge 4 und einmal zu Folge 4 sind wir das erste Mal, glaube ich, hinten da zum Stand gefahren, ne, wo ich fast ersoffen wäre. Mhm. Und Folge 5 war dann ja die, wo wir zu unserem ersten Wrack da, wo in dem Landetransport dann doch welche drin waren halt, ne? Genau, das war das erste Wrack. So, das erste ist, der Zwergtyp lädt den Wellgärt gern ein, der Strand, der muss es heute sein. Der Zwerg geht schwimmen, Well bleibt stehen, er will erstmal nicht untergehen. Der Zwerg hat jetzt einen richtigen Lauf, die Sonne geht jetzt für ihn auf. Ist es Romantik oder Liebe? Well mag nicht solche Triebe. Er muss sich kühlen, geht ins Wasser. Der Zwerg findet's noch viel krasser. Well schwimmt und taucht famos. Was ist denn mit dem Zwergtyp los? Well will wieder an die Luft, der Sauerstoff ihn bald entschlupft. Das Wasser lässt ihn leider nicht, Luft holen ist doch Pflicht. Was lernen wir daraus? Geh nicht ins Wasser, bleib lieber raus. Sehr gut. Und nach wie vor nichts in die Hand nehmen, wenn du tauchst, ne? Mhm. Ich erinnere dabei mal wieder dran. Weil ich hab's ja auch eine Info, die ich noch nicht hatte. Ja gut, aber da kommst du, kannst du ja nicht von ausgehen. Atmen, und dann wenn du was in der Hand hast, das ist ja schwierig. Ja, etwas. So. Dann hätte ich noch ein zweites. Der Well und auch der Zwerg sind wohl überm Berg. Mit viel technischem Gerät kommen sie auch nicht zu spät. Eine Basis hat's ihnen angetan, an deren Kern wollen sie jetzt ran. Mehr Loot ist's, was sie wollen. Jetzt kommt das Ganze recht ins Rollen. Mit Abbautool und Bohrer beide rückt man der Basis hier zu Leibe. Der Feind hat sie schon gesehen und er zwingt sie doch zum Gehen. Doch der Zwerg geht mutig ran, dass... Was hat ein Zwerg so kann? Es wird geschossen von den zwei. Der Feind stirbt, er ist nur noch Brei. Jetzt noch den Rest hier aufgenommen, dann den Rückweg angekommen. Erkunden werden die zwei noch weiter auf ihren Bikes als Lonesome Rider. Oh, sensationell. Ja, Lonesome Rider fand ich klasse. Gefällt mir so gut. Für die Gedichte kann man definitiv mal ein Däumchen nach oben geben, finde ich. Also, yeah. Das ist schon Pflicht fast, ne? Genau, einfach mal die Rike hier loben. Ja, absolut. Also, sensationell, finde ich klasse. Ja, ich habe da so einen kleinen Lyrik-Club, die stacheln sich schon mal gegenseitig an. Das finde ich sehr super, muss ich sagen. Ich sollte das auch mal, ich sollte auch mal viel öfter irgendwie dort verdichten, aber man kommt nicht dazu. Wär doch fast ein neues Weltformat. Es wurde schon vorgeschlagen, ich könnte die Gedichte einfach vorlesen und daraus mal Sonderfolge machen. Also statt im LP irgendwie. Ja. Ich würde eigentlich gerne, da fehlt mir dann auch wieder ein bisschen die Zeit zu. Eigentlich, wenn ich das machen würde, würde ich ganz gerne aus dem betreffenden Video die womöglich passenden Szenen dazu hinterlegen wollen. Ah. Aber es ist natürlich auch sehr aufwendig. Kannst dir vorstellen, das sucht sich halt nicht von alleine und so, ne? Ja, ja, also das ist ultra aufwendig. Aber, halt aber wenn ich das machen würde, würde ich mir das so halt vorstellen. Irgendwo, das würde ich dann sehr schön finden. Ja, zu Recht. Ja. Aber es ist wie alles im Leben, ne? Es braucht Zeit. Ja, wie das so ist. So wie die schönsten Sachen halt einfach auch, ne? Braucht auch immer Zeit. Ja, das stimmt. So, ich komme jetzt gleich aus der Mine raus, weil, ich weiß nicht, wie viel Eisenerz ich jetzt insgesamt habe, aber als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 450. Also ich dachte mir, ich mache die Mine hier mal eben schnell leer, weil hier waren ja nur noch 800 Magnesium drin, aber ich glaube, das wird anders gezählt als Eisen.
Also ich glaube, eine 800er Magnesiummine ist vielleicht größer als eine 5000er Eisenmine. Es hört gar nicht auf hier, deshalb. Ja, meinst ja auch nicht. Nee, eine 5000er Eisenmine kannst du auch, sitzt auch schon ziemlich lange, glaube ich, dran, alleine vor einem auch. Ich meine, mit dem neuen Bohrer geht es ja schon ratzfatz, ne? Also holst du jetzt aber auch schon ganz schön, bohrst dir schon einen Wolf, ja, ne? Aber... Also falls euch da langweilig sein sollte, ich kann euch trösten, weil die Folge, die wir sonst eigentlich rausgebracht hätten, wenn ich nicht eben ganz lange gequengelt hätte, da war Minute 15 und ich war immer noch nicht aus der Base raus. So. Doch, ich war draußen, habe ich festgestellt, dass der Bohrer, kein Sprit der, hat. Der T2-Bohrer nimmt halt die Biokraftstoffladung nicht an, sondern der braucht halt extra Bohrerladung. Aber wenn ich den jetzt optisch so sehe, verstehe ich das auch. Ja, also mit dem Laserstrahl und so weiter, macht Sinn. Ja. Ich find's cool, dass er dann auch automatisch aufnimmt. Es ist dann so eine Doppelbelohnung, die man sich dann, wenn ja, man sich den mal herstellt. Dann kriegst, ne, du so für deine Skillpunkte kriegst du richtig was raus. Genau, richtigen Mehrwert. Also sowas mag ich ja gerne, wenn da wirklich so auch eine Erleichterung gerade bei so Sachen wie jetzt eben einfach nur stumpf farmen, wenn du das dann erleichtert bekommst, weil du halt Skillpunkte dafür investierst, finde ich das schon ein schöner Anreiz. Also ja. Wir haben heute mal zwei geschrieben, also es haben mehrere was dazu geschrieben, da kann ich jetzt vielleicht den einen oder anderen auch übersehen, aber Moment, ich will mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Das waren, ich bin noch nicht dazu gekommen, heute Kommentare großartig anzugucken. Seadaras und Killerfrosch, auch ein geiler Name. Killerfrosch, ja. Also es gibt wohl wirklich Bohrer, die man über eine Erzader hinstellen kann und dann mit Energiezellen befüllt und dann kommt man irgendwann wieder. Ich weiß jetzt aber nicht, das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir uns die herstellen können, glaube ich. Ich komme jetzt auch mal eben wieder zurück. Ja, ich bin auch gleich ziemlich durch hier. Und also einfach, weil ich auch nicht mehr möchte, weil es jetzt gerade echt schon relativ viel ist. Ich gucke jetzt aber noch mal nach ein bisschen Promethium eben. Dann ja, mache ich hier ja, heute, ja, dann mache ich einfach die Farmfolge hier mal komplett. Dann müssen wir mal gucken. Das soll halt ein bisschen dauern, aber dafür muss man halt nicht selber. Ja fahren. Gut, das wäre es mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch wert, muss ich sagen, weil wenn wir was haben, ist Zeit, ne? Und dann gibt es natürlich noch die Bohrer, die man an so einem Hovercraft dran machen kann, wo man dann aber selber bohren muss. Ja. Und man kann wohl auch an ein großes Raumschiff, an ein Capital Vessel, aber das kriegen wir ja vor der V6 garantiert nicht mehr hin. Da müssen wir uns schon ziemlich ins Zeug legen, weil wenn wir nicht mal einen Hover haben. Genau, Bohrer machen, die, mit denen man dann die Asteroiden im Weltraum abbauen kann. Ja, das klingt schon mal nicht das, so schlecht. Wobei, das letzte Mal, als ich das gespielt hatte, da war nur in ganz wenigen Asteroiden mal was drin, aber das klingt ja schon wirklich ein bisschen nach Richtung Space Engineers, ne? Ja, das stimmt. Ja gut, ich hab ja da den Superbohrer gebaut, der ganze Asteroiden angräbt. Das war schon ziemlich cool, aber das hat halt das Spiel einfach noch nicht hergegeben. Leider. Da sind dann die Server einfach, selbst den größten Server, den du dir kaufen konntest für Geld, der ist halt einfach eingeknickt wie so ein Streichholz, wenn das Ding allein nur Gas gegeben hat. Das war echt halt damals. Jetzt? Ja, das war der Grund, krass, warum ich dann auch Space Engineers irgendwann beendet habe, weil ich gesagt habe, es hat keinen Wert mehr. Ich habe mir nämlich den Gas gegeben und da ist der Server kurz vorm Kollabieren gewesen. Und das war nicht der schlechteste. Das war tatsächlich der beste, den du kaufen konntest. Und dann war es für mich auch rum, weil was willst du machen, wenn du Mega-Bauprojekte irgendwann als im Late Game hast? Und du sagst, das ist es jetzt, das will ich jetzt machen. Und dann kannst du es halt echt nicht durchführen, weil es der Server nicht hergibt. Das finde ich dann schade. Das hat mir dann auch tatsächlich das Spiel so ein bisschen dann madig gemacht in dem Moment. Wie es jetzt ist, keine Ahnung. Ich meine, das ist jetzt auch schon echt lange her. Das kann sich auch deutlich verbessert haben, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. So, Werde, ich komme jetzt zurück und bringe uns fast 1000 Eisenerz mit. Oh, das klingt gut. Ja. Bin ich auch. So lange war das jetzt gar nicht, ne? Das wir hier. Also ich bin fast direkt zum Folgenstart los und jetzt haben wir 14 Minuten rum. Also wir fahren ja auch generell mal offline vor den Aufnahmen. Genau. Das wollten wir heute machen. Das hat ja damit dann geendet, dass ich einmal eine Planetenrundreise gemacht habe und das war's dann auch schon wieder. Und ja, das ist schwierig. Und dann fehlte uns Eisen, um die Bohrerladung herzustellen für Bohrer T2 und hast du nicht gesehen. Irgendwas ist ja immer.
Ja, leider. Oder was heißt leider? Das ist ja auch eine spannende Sache. So, neuer Sprit ist drin. Haben wir jetzt eigentlich Eisenblöcke hergestellt? Ja, 80 oder sowas sind da drin. Die Stahlblöcke, die habe ich reingepackt da in die Mitte. Die Queue ist leer. Stahlblöcke. Also die findest du direkt alle in der Mitte jetzt. Ah, in der Mitte? Okay, ich schau mal schnell. Also dieses Output-Fach ist leer, weil ich dachte mir, bevor da mal was verschütt geht, räume ich das da lieber mal auf. Nö, ist ja richtig. So, weil dann kann ich nämlich jetzt schon mal hergehen und kann schon mal Anbau setzen. Ah, brauchen wir mal eine Kettensäge und reiß mal schnell den Baum hier weg. Das Promethium nimmt hier gar kein Ende. Ich meine, das ist nicht schlecht, weil es ist ja letztendlich unser Treibstoff für alles. Ja, ja. Und so ein Raumschiff verbraucht den auch schon mal ein bisschen mehr. Da würde ich auch ganz gerne gleich große Promethium-Kraftstoffzellen herstellen. Weil ich weiß nicht mehr was, aber für bestimmte Sachen brauchtest du die großen. Ich glaube, Raumschiffe fliegen nur mit den großen oder ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir da nicht ganz sicher mehr. Okay, naja gut, das finden wir raus, da bin ich ziemlich sicher. So, ich baue bereits den Farmbereich mal ein bisschen auf. Beziehungsweise wer weiß, was das für ein Bereich wird, das weiß man ja alles noch nicht. Baust du jetzt unten an? Ich baue unten jetzt mal einen Nebenraum an, aber einfach nur mal so ein bisschen abstecken den Claim, ja? Jo. Wenn man so in den Zwergenjargon gehen darf. Den Claim abstecken, oh yeah. Wobei ich das Bauen hier extrem angenehm finde, also hat so ein bisschen was Entspanntes. Du kannst auch mit der Drohne bauen. Kannst du mal versuchen, wenn du hochziehst, weil es wurde mir immer wieder empfohlen. Ich habe es mit der Drohne halt nie gemacht, weil die wurde halt erst später eingeführt. Wir haben dann nochmal ein Update vorgestellt, in dem die Drohne drin war, aber auch nicht mehr ernsthaft gespielt. Deshalb, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Drohne zünde. Mit V? Nee, mit... Noch mal ein paar Blöcke, weil sonst kriegen wir diese Fläche nicht bedient. Wie zünde ich denn mal die Drohne? Y, X, G, F. J, nee, N, V. Nee, V war es nicht. Nee, V nicht. T, Z. Hä? Oh, Z ist droppen, okay. Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich nochmal in die Anleitung gucken hier. Ich hab da... Also ich habe jetzt wild alle Tasten gedrückt. Keine Ahnung. Nee, es war ganz easy eigentlich. Ja, eben. Aber ich habe irgendwie alle Tasten gedrückt, die hier in der rumlegen. Q und E habe ich noch nicht versucht. R ist ja nachladen. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß F5. Wie F5? Oh, eine F-Taste, Tatsache. Kann ich mit der Drohne auch abbauen? Kann ich mit der Drohne auch Ressourcen abbauen? Sieht so aus. Ja, Tatsache, ich kann mit der Drohne auch Promethiumerz abbauen. Echt? Ja. Ist ja lustig. Ganz schön langes Gerät habe ich da. Da mal ein Foto von hier. Musst du auch gerade eins machen? So, F5 haben wir gesagt? Okay. Ja. Das ist einfach nur blauer Screenshot mit der Drohne hier. So, ich komme auch mal wieder raus hier. Ich will jetzt mal was versuchen. Ich glaube, das ist zu weit, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Also ich bin dafür, dass wir jetzt dringend mal schauen, dass wir echt mal ein Hoverbell oder sowas bekommen, damit wir hier mal auch irgendwie mal ein bisschen... Ja. In die Zukunft gehen können, weißt du? Ja, das Hoverwessel würde sich ja nur lohnen, um dann mal irgendwelche Basen hier mit einem schönen Geschützturm oder so einzunehmen. Ich fahre darum, das ist, glaube ich, sicherer. Ja gut, ein Smallwessel würde uns halt ins All bringen, ne? Jo. Wobei, da müssen wir auch hin. Zumindest hier zum Nachbarmond mal oder so. Ja, ich weiß nicht, was gibt's denn auf so einem Mond? Also einfach mal so, um mal ein bisschen... Andere Ressourcen, die wir hier vielleicht gar nicht kriegen. Und sehr viele gegnerische Basen, die dann
Auch Bäh sind. Also es ist richtig gefährlich, sagst du. Man hat mir empfohlen, wenn wir zum Mond gehen, sollten wir auf alle Fälle gut gepanzerte Raumschiffe mitnehmen. Sonst ist der Frustfaktor eventuell da, weil wenn du da abgeschossen wirst, bist du da halt gestrandet erstmal, ne? Ja, kommst du nicht mehr runter. Ist rum. Nee. Und dann braucht man natürlich auch eine Sauerstoffstation auf in dem Raumschiff. Okay. Also damit du wenigstens mal aussteigen kannst und draußen dann Sauerstoff tanken. Ne? Mal ein bisschen atmen. So, ich bin auch auf dem Weg. Hörst du denn noch ein Motorengeräusch oder hörst du auch nur ein Abrollgeräusch? Auch nur Rollen. Also ich höre auch nur Rollen. Ich weiß nicht, ob es am Server liegt oder warum auch immer der das macht. Okay, ich habe 548 Magnesiumerz. Das ist, glaube ich, nicht wenig. Und die wandle ich mal hier in diesem Außenkonstruktor um in Magnesiumpulver. Also ich bin immer noch ein bisschen fasziniert von der Idee mit dem Bohrer. Damit komme ich noch nicht so ganz zurecht. Also, dass man einen automatischen Bohrer setzen, das ist irgendwie sowas, das reizt mich gerade total. Ja, mich auch. Weil es halt auch für das Let's Play einfach schön wäre, wenn man dann sagt, okay, ach, weißt du was, lass Bohrer sein, ne? Ja. Ich würde es auch nicht schlecht finden. Wäre auf jeden Fall mal eine Idee, die mal in Angriff nehmen sollten. So. Promethium-Pellets sind in der Herstellung da drüben. Aber ich guck mal eben, was ist... Das können wir wahrscheinlich aber erst in den fortgeschrittenen Konstruktor bauen. Der wäre auch mal ein Ziel, oder? Ja, ich suche ihn gerade mal raus. Ach nee, dann müssen wir, glaube ich, Level 12 sein erst, ne, bis wir den Skill haben. Warte mal, welches Level habe ich denn überhaupt? 11, 11,5. 10 Tools. Unter Base ist das, glaube ich, Level 12. Verbesserter Konstruktor, ja. Wie viel, kannst du mal kurz gucken, wie viel Metall noch drin ist? Ja. Was meinst du mit Metall? Eisen oder Stahlplatten? Oder am besten Stahlblöcke? Wie oder? Viel Eisenerz, meinte ich, entschuldige. Ach, 909 noch, du. Ach, so viel noch? Ja, ja. Ach ja, naja, gut, okay. Ich dachte jetzt eigentlich eher, dass das irgendwie noch werden würde. Noch mehr. 999 plus 29. Was? Ja. Oh Gott. Ja. Ja, ein zweiter Konstruktor wäre schon ganz gut. Eigentlich brauchen wir zwei. Aber ich glaube, dann machen wir lieber noch geben dir das halbe Level. Wir könnten draußen ja mal ein paar Tiere jagen. Ja, Tiere jagen wäre sowieso mal so eine Sache. Mal ein bisschen Schießskill verbessern. Außerdem kriegen wir da Essen für. Und Essen ist gerade ziemlich interessant. Pistolenkugeln haben wir auch gerade gar nicht mehr. Ich hab ja, weil wir, während die eine Q ja mit Stahlblöcken beschäftigt ist. Warte mal, Stahlblöcke kann ich doch auch... Warte mal, ich breche das mal ab. Ich stehe die Stahlblöcke mal draußen her. Das geht doch auch. Ach stimmt, draußen haben wir ja zwei Konstruktoren, die ja im Prinzip... können wir die... Warte mal, die können wir doch bestimmt einsammeln und reinstellen, oder? Da müssen wir nicht... Warte mal. Demonstrieren? Ah, lass sie doch. Nee. Die sind gerade in der Produktion. Nicht demonstrieren. Ach, die produzieren. Dann ist alles weg, was drin ist. Dann lass mal das laufen. Das wäre nicht cool irgendwie. Dann lass mal laufen. Das tut doch nicht weh. So. Okay. Momentan schaut unsere Base aus wie so ein grauer Kasten. Das ja, also Eisenbahn kann ich hier auf alle Fälle drin herstellen. Und eigentlich müsste ich auch Blöcke, Stahlblöcke kann ich hier dann auch herstellen, ja. Gern auch einen Hang. Also Anni, aber die wandeln, glaube ich, nicht automatisch um, oder? Ich hätte gerne eine Garage. Du willst Stahlblöcke noch haben, ne? Ja. Ja. Jetzt kommen wir ja nicht weiter mit dem Bauprojekt. Ja, wobei Savavesse braucht, glaube ich, kleinere Stahlblöcke. Ja, ja, das ist wieder mit den großen, glaube ich, nichts werden. Nee. Ja gut, wobei die kleinen sind ja auch fürs Hover, die großen für die Base, das... ja, aber kleine haben wir bisher noch gar nicht hergestellt, ne? Ja, naja gut, haben wir bisher auch noch nicht so wirklich gebraucht. Guck ich mal nach oben. Ich kann sie mal wegnehmen und kleine herstellen stattdessen. Kostet auch deutlich weniger Stahlblöcke. Oh nein, ich bin ein Hirsch! Nein! Oh, Schmerz. Was denn? Ich bin abgestürzt von oben, ich glaube, ich muss ein Geländer bauen. Vor lauter Freude, dass ich oben aufs Dach komme.
Drohne nehmen zum Bauen. Nee, ich wollte gar nicht bauen. Ich habe ja gar keine Stahlblöcke mehr. Ich wollte mal nach Tieren suchen. Da hinten läuft was. Mal gucken, ich habe doch ein Scharfschützengewehr. Wir sind bei 25 Minuten. Ich weiß. Willst du in der nächsten Folge weiter nach Tieren suchen? Ein Triceratops. Der gibt bestimmt XP. Erwischt! Boah, die schwankt aber, die Drohne hier. Aber richtig gewaltig. Warte mal, ich hol mal noch schnell das Loot aus dem Triceratops. Ich muss unbedingt... Oh, kann man die Mausempfindlichkeit bei der Drohne anders einstellen? Das geht ja gar nicht. Fünf Fleisch. Muss ich da mal gucken. Ja. Wollen wir uns dann verabschieden? Und ich würde auch sagen, beim nächsten Mal. Dann geht's aber weiter. Und dann machen wir vielleicht mal einen Anbau fertig bauen. Man weiß, was wir noch alles bauen. Wir haben ja tausend Ideen. Ja, auf alle Fälle erstmal Pflanzbeete, ne? Pflanzbeete hier drin, ja. Das ist so unser neues Farmingfeld. Dann vielleicht noch eine Motorrad-Bike-Garage. Hallo, Bell. Hallo. Was bist Guck mal, du ich habe das, da, hab das damit eben oben zu Ende gebaut. Oh, cool. Funktioniert gut. Du hast ja rote Augen. Ja, ich? Ja, hallo. Ja. Hallo? Sieht geil aus. Okay. Das ist ja mega. Goodie. Okay. Aber ein Foto. Ja, auf jeden Fall. Ich mach grad auch eins. Super. Okay, dann Goodie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.